Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir über neue Informationen, die wir zum Zombie-Modus in MW3 haben. Zu Season 1 Reloaded gibt es neue Leaks und auch zu Season 2. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo für mehr Videos von mir in der Zukunft. Doch bevor das Video startet, bei meinem Partner U4GM gibt es COD-Punkte deutlich billiger und ihr könnt euch dort auch professionelle COD-Services buchen, die euch beispielsweise bei der Freischaltung von Interstellar helfen und vieles mehr. Deswegen checkt gerne den Link in der Beschreibung ab und gebt Code Mantel ein für 5% Rabatt. Das Season 1 Reloaded Update startet ja am 17. Januar und wir haben dazu bis jetzt wirklich sehr viele Leaks und Informationen für den Multiplayer als auch für Warzone bekommen. Darüber habe ich ja auch schon einige Videos gemacht. Aber für den Zombie-Modus haben wir irgendwie fast keine Informationen bekommen. Das Einzige, was wir über den Zombie-Modus wissen, ist, dass wir einen brandneuen Warlord namens Dukka Ebi im Season 1 Reloaded Update am 17. Januar bekommen werden. Sie wird eine eigene Location haben und man benötigt hierfür eine Keycard, um zu ihrer Location zu gelangen. Sie kann verschiedene Ausrüstungen benutzen, sowie Killstreaks, als auch Drohnen, Breacher-Drohnen, Proximity-Minen, EMPs, Konterdrohnen und weiterer solcher Items. Das ist das Einzige, das wir auch von offizieller Seite von COD wissen. Mehr Infos von COD über den Zombie-Modus haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Diese Infos haben wir im Blogpost zu Season 1 mit der Roadmap bekommen und normalerweise sieht man im Blogpost auch immer Content, den wir im Reloaded-Update bekommen werden, wie beispielsweise die neue Multiplayer-Map Rio oder Ranked im Multiplayer. Und für Warzone wissen wir, dass wir den Nuke-Auftrag bekommen werden. Wir bekommen Covered Exfils, dass wir exfiltrieren können während eines Matches in Warzone. Und wir bekommen auch Waffenkoffer in Warzone. Für den Zombie-Modus wurde bis jetzt aber nur dieser Warlord Dukka Ebi geleakt. Treyarch hat auf Reddit zwar geschrieben, dass Akt 4 die MW-Zombie-Stories in den nächsten Seasons weiterführen wird, nur wissen wir nicht genau, wann wir weitere Akt 4 Missionen bekommen werden. Also wissen wir noch nicht genau, ob wir zusätzliche Akt 4 Missionen im Reloaded Update sehen werden oder nicht. Was jetzt aber noch geleakt worden ist, ist, dass wir Exfil Streaks bekommen werden. In DMZ war das letztes Jahr in Season 1, glaube ich, auch der Fall, dass wir dort Exfil Streaks bekommen haben. Und zwar bedeutet das, umso öfter du hintereinander exfiltrierst, ohne zu sterben, du Belohnung dafür bekommen wirst. Und hier kannst du auch eine Streak aufbauen, wie oft du hintereinander erfolgreich exfiltrierst. Hier wurden schon die Belohnungen für die Exfil-Streaks in MW3 Zombies geleakt. Und zwar sind es folgende. Wenn du zweimal hintereinander erfolgreich exfiltriert bist, bekommst du im nächsten Spiel 500 Essenz. Wenn du dann nochmal erfolgreich exfiltrierst, bekommst du im nächsten Match 5 Platten. Danach bekommst du 1000 Essenz. Danach bekommst du 30% Rabatt bei Perk Machine. Danach startest du das nächste Match mit 1500 Essenz. Danach eine Bonuserhöhung bei erfolgreichem Abschluss der Verträge. Anschließend bekommst du 2500 Essenz. Dann bekommst du 50% Rabatt bei Mystery Box. Boxen, dann bekommst du 5000 Essenz und die letzte Belohnung ist hier 20% Rabatt bei der Pack-a-Punch-Maschine. Diese Belohnungen sind bereits schon im Game drin. Hier wird theoretisch nur ein Playlist-Update benötigt, um diese Streak-Belohnungen hier freizuschalten. Dann werden wir übrigens noch Akt 5 Missionen bekommen, aber auch noch zusätzliche Akt 4 Missionen. Treyarch hat aber gesagt, dass wir die neuen Akt 4 Missionen in den kommenden Seasons bekommen werden. Das ist jetzt etwas verwirrend, aber es wird anscheinend so sein, dass wir in den kommenden Seasons noch weitere Akt 4 Missionen sehen werden, aber auch gleichzeitig in Season 2 Akt 5 Missionen bekommen werden. Mit den Akt 5 Missionen werden wir auch noch neue Zombies bekommen, und zwar sollen es Nazi-Zombies sein, die wir ja auch schon aus alten COD-Zombie-Titeln kennen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum bringen sie denn jetzt Nazi-Zombies hier rein? Das passt ja irgendwie nicht so wirklich. Eine Theorie ist, dass die Nazi-Zombies eine neue Area bekommen werden. Wenn wir uns jetzt DMZ in MW2 2022 anschauen, hier haben wir in Season 2 ja auch eine neue Map bekommen, und zwar war das Ashika Island mit einem neuen Boss und neuen Waffenkoffer, neuen Missionen, die exklusiv auf Ashika Island zur Verfügung standen.
entstanden. Dieses Jahr bekommen wir in Season 2 voraussichtlich auch eine neue Map, und zwar wird es Fortune's Keep sein, denn COD hat auf dem COD Next Event gesagt, dass wir im Frühjahr 2024 Fortune's Keep bekommen werden, und Season 2 kommt ja voraussichtlich Mitte Februar raus, und das würde ja dann perfekt passen. Und ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass wir dann dort die Nazi-Zombies sehen werden. Dann werden wir noch einen neuen Zombie-Boss bekommen, neue exklusive Missionen, neue Belohnungen, die es nur auf Fortune's Keep geben wird. Und ich denke, dass wir auf dieser Map dann auch die Akt 5 Mission sehen werden. Und die Akt 4 Missionen werden dann weiterhin auf Ursix dann die ganze Zeit kommen. Und dort wird dann auf Ursix dann die Story weitergeführt. Und jetzt ergibt das Ganze natürlich auch Sinn, dass wir in Season 2 neue Akt 4 Missionen bekommen werden. Und das auf Ursix dann. Und auch gleichzeitig neue Akt 5 Missionen. Und das auf Fortune's Keep. Und die Akt 5 Missionen werden dann wahrscheinlich nicht mit den Akt 1 bis 4 Missionen verknüpft sein. Kann aber trotzdem irgendwie sein, aber ich denke persönlich nicht. Diese Informationen bitte aber kritisch sehen, weil es bis jetzt nur Leaks sind. Es kann sich hier immer noch was ändern. Wenn COD sich dazu entscheidet, es doch anders zu machen, die Mission irgendwann später zu bringen oder sonst irgendwas. Deswegen alles kritisch sehen, aber es kann natürlich trotzdem so kommen, wie es bis jetzt geleakt worden ist. Wir haben jetzt auch noch mehr Informationen zu einem neuen Zombie-Boss in Season 2 bekommen. Und zwar seht ihr ihn jetzt hier im Hintergrund. Das ist wohl Gargoyle aus Call of Duty Ghosts Extinction. Das ist ein Koop-Survival-Modus in Ghosts gewesen. Und Gargoyle war hier ein Boss in diesem Modus. Darüber habe ich auch schon in einem Video von mir geredet. Diesen Boss kann man auch in den Game-Daten sehen. Und er sieht wirklich sehr, sehr weird aus. Irgendwie so Alien-glitschig-mäßig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er ein Zombie-Boss auf der neuen Fortune's Keep-Map sein wird. Der Leaker hat auch gesagt, dass wir diesen Boss in Season 2 bekommen werden. Und das waren jetzt auch die ganzen Leaks, die ich für euch habe zu Season 2 im Zombie-Modus. Was denkt ihr, könnte das Season 2 Zombie-Update ein geiles neues Update sein mit der neuen Fortune's Keep-Map und den Nazi-Zombies und dem neuen Alien-Boss? Für mich hört sich das alles wirklich ganz geil an, um ehrlich zu sein. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann hat Poor Guy, der Leaker, auf X auch noch gepostet, dass wir anscheinend weitere Zombie-Skins bekommen werden. Und zwar einmal für Ash Williams. Ihn haben wir bereits letztes Jahr in MW2 gesehen. Und zwar war das ja ein Evil Dead Crossover-Bundle, das wir im Shop gesehen haben. Und vielleicht bekommen wir jetzt nochmal ein Zombie-Ash Williams Evil Dead Crossover, das wir im Shop sehen werden. Dann hat er auch noch gepostet, dass wir eventuell ein neues Tomb Raider Lara Croft-Bundle bekommen werden. Hier werden wir dann eventuell ein neues Design von Lara Croft sehen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das aussehen wird, aber das hört sich auch sehr, sehr nice an. Das war's jetzt mit dem Video, Leute. Falls ihr das Video informativ fandet, lasst gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft. Ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns im Livestream oder im nächsten Video. Haut rein, bis dahin und ciao.